Hallo und herzlich willkommen zu Warhammer Online. Ich bin ganz gehypt und ich freue mich total, denn das gibt's wieder als Return of Reckoning Free Shard Server und wir sehen hier Armeen der Ordnung, Armeen der Zerstörung und dieses Spiel habe ich wahrlich gerne und ausgiebig gespielt und besonders das RVR-System hat mir super gefallen. Deswegen werfe ich jetzt mit euch also einen Blick rein. Ich habe schon ein paar Charaktere erstellt, aber hey, extra fürs Video erstelle ich noch jemanden neuen. Hier also einen Jüngeren des Kane. Das ist quasi eine, Jünger des Kane. Das ist ein Dunkelelfenheiler, der eben Energie gewinnt über das Schlagen von Gegnern und kann diese Energiegewinnung wieder in Heilungsfähigkeiten umsetzen. Sehr interessant zu spielen. Macht mir sehr viel Spaß. Also, da hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt müssen wir hier mal gucken nach der Visage, welche da gut ist. Der schaut immer so traurig. Die ist im Grunde ganz gut. Ja, der geht auch. Oh, nee, ein bisschen verkniffen. Ach, der war doch gut hier, guck mal. Ja, der guckt aber auch so. Hilfe! Der. Hier, Zorno. Keine Tätowierung will ich beim Dunkelelfen. Eine Narbe machen wir ihm aber hier im Gesicht. Frisur habe ich immer die gehabt, genau. Und natürlich Schädelweiß. Jans Hell. Die Haut dafür etwas dunkler. Warte mal, was hat man denn hier? Olive. Bleich. Gerbleder Brown. Das nehmen wir. Augenfarbe Bronze. Nein. Himmelblau. Jawohl. So. Ist das wirklich das Gesicht der Wahl? Das sieht so komisch aus, ne? Ah, nehmen wir ihn hier. Komm, nehmen wir den. Tätowierungsfarbe hat ja keine, also brauchen wir die auch nicht. Was auch immer jetzt hier losging, eigentlich ist das meine Mitteilung, die nicht losgehen sollte. Ist aber egal. Fertig. Und hier haben wir also Talanur, Jünger des Kane. Sehr, sehr nice. Und wir starten das Spiel. Leute, ich habe es ja schon ausprobiert jetzt mit dem anderen Jünger des Kane. Den habe ich aber nicht Talanur genannt und ein bisschen ausprobiert und hier und da. Jetzt geht's aber mit euch quasi los. Freue mich sehr. Und ich muss sagen, ich habe sehr, sehr schnell den Einstieg wieder gefunden ins Game. Und jo, das war's eigentlich. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen, außer, dass es wirklich ein großartiges Spiel ist. Und falls ihr das noch von früher kennt, kann ich euch empfehlen, da nochmal einzusteigen. Die Jungs haben den Server wirklich gut hinbekommen. Und hier die Einführung. Die Armeen der Zerstörung unaufhaltsam vorschaffen näher. Ganze Horden von Grünhäuten schließen sich mit den Verbänden des Chaos zusammen, während die Regimenter der Dunkelelfen dem Ruf zu den Waffen folgen. An diesem Schauspiel wollt ihr teilhaben. Bereit euren Teil zur Zerstörung der Zwerge, Hochelfen und des Imperiums beizutragen. Jawohl, das tragen wir natürlich dazu bei. Hier machen wir direkt mal New Recruits. Jawohl, die Quests, die kenne ich in- und auswendig. Einführung brauche ich nicht. Direkt wegklicken. Bedam, bedam. Heute, dieses Wochenende ist XP. Super Wochenende, was auch total gut ist. Doppelte XP. Für alle neuen, beziehungsweise für alle. Finde ich super. Ich die ganzen Quests hier nochmal machen, ne? Prove yourself, yo. Blam. Also es gibt Quests, es ist ein typisches MMO, aber eben mit riesigem Anteil an RVR. Was mich total freut. Oh, jetzt habe ich mich selbst geheilt, das wollte ich ja nicht. So, bam. Und hier, bam. Yay. Wie immer, den Heilungsding lege ich mir direkt mal hier hin. Den lege ich mir dorthin. Das wird später richtig spaßig, weil ihr quasi immer auf euren Energiehaushalt achten müsst, ne? Das ist hier diese Essenz. Und ich glaube, hier das ist das. Die nächsten 5 Sekunden lang werdet ihr jede Sekunde 30 Seelenessenz zurückerhalten. Genau. Mit dem Blutopfer kann ich quasi die Seelenessenz wieder auffüllen, um heilen zu können. Das geht aber auch durchs Schlagen. Eben baue ich auch Seelenessenz auf. Und das macht später richtig Bock. In der Gruppe, im RVR, wenn ihr da quasi gefordert seid, auf beides zu achten. Und der ist auch ziemlich tanky, der kam. Hab den leider erst gegen Ende von Warhammer so richtig entdeckt. Ich habe sonst immer Chaos-Barbar gespielt. Das werde ich natürlich auch tun.
Aber ich fange diesmal hier an mit einer Heilklasse, die aber auch Damage machen kann, wie ihr jetzt gerade hier seht. Und so haben wir hier noch ein paar Nörglings um. Ich mache das, damit einfach ich schon steige im Level. Das wird auch später ein Grind-Spiel. Ihr könnt zwar auch Quests machen, ihr kommt aber nicht umhin. Also ihr könntet auch alles nur mit Quests machen. Ihr kommt jedoch nicht umhin, auch hin und wieder ein paar Mobs zu grinden. Ich persönlich mag das. Ne? Ich mache dann Musik an und hau einfach stumpf Mobs. Manch einen ist nichts. Ich kann dabei gut abschalten. Und daher, stellenweise mache ich das auch ganz gerne. Als ehemaliger Dark Age of Camelot Spieler liegt mir das natürlich. Und von daher, so, Rang 2 schon, bläm. Mit einigen Level-Ups bekommt ihr auch neue Fähigkeiten. Hier kann ich die Stärke verzehren, also jemanden debuffen. Ein verkrüppelnder Angriff, der 44 Schaden verursacht und die Stärke eures Feindes 20 Sekunden lang um 4 vermindert. Und meine Stärke? Ne, ich klaue dem das. Meine wird erhöht, was ich super finde. So, toi, toi, alle, die das Spiel schon mal gespielt haben, kennen natürlich diese Anfangsquests, ne? Ich habe es jetzt schon zweimal gesagt, glaube ich, ich kann es euch wirklich empfehlen. Es ladet euch das Spiel, sind 9 GB, geht relativ schnell in der heutigen Zeit zu saugen. Serveradresse werde ich in der Beschreibung verlinken. What is it? Ist, glaube ich, so. Jetzt nehmen wir die ganzen hier an und dann können wir gleich nochmal in ein Szenario schauen, auch noch, bevor das Video quasi endet. Ich will es nicht zu lange machen. Was ich aber sagen kann, es wird auf jeden Fall Streams auf Twitch geben zu Warhammer. Ich habe nämlich ein bisschen gesucht, ne, nach nochmal einem guten MMO. Das findet man ja nicht so oft. Und auch The Elder Scrolls Online habe ich sehr viel gespielt und auch mit Freude. Da stört mich aber daran und das auch an den ganzen neueren MMOs, dass man quasi es nicht mehr so diese klassische Verteilung gibt. Es gibt zwar auch Heiler, natürlich auch in Teso, aber hier müsst ihr halt explizit den anklicken, den ihr heilen wollt. Für einen fetten Heal und für einen Hot. Ne, es gibt später so einen Group Heal, der ist ein bisschen entspannt. Dann heilt ihr quasi die ganze Gruppe auf einmal. Aber mir fehlt eben dieses typische, klassische Anklicken und dann heilen können. Jo, Rüstung gibt's RVR-Rang basierte später. Die ist auch sehr wichtig und sehr gut. Das heißt also, ihr müsst RVR betreiben, um bessere Rüstung zu bekommen. Finde ich super. Hier ist der Chaos-Barbar übrigens, den habe ich vorher gespielt. Zeige ich euch bestimmt auch nochmal, also auf jeden Fall in einem Stream. Ich weiß nicht, ob ich noch ein spezielles Video zu jetzt jedem einzelnen Charakter mache. Nee, eher nicht. Gerade entschieden, ratzfatz. Einfach das hier nochmal so für die Nostalgie und überhaupt, ne, falls ihr da Interesse habt. Saugt's euch! Saugt's euch! So, hier, bam. Bam. Na gut. Dann hier. Stirb! Jawohl. Ja, die Quests, ich war selber überrascht, die kennt ihr alle noch auswendig, aber ich bin ja auch nun wahrlich oft gelaufen. Hab schon ein paar gute Items mit dem anderen Kabel, die kann ich ja rüber switchen, ne? Das kennt man immer. Jetzt gibt's ja hier, müssen wir gleich einmal hier um die Ecke, guck mal, da, bam, Vogue, einmal anklicken, Big Things, yo, yeah. Und dann gucken wir mal hier. Ist er hier drin? Ne, hier ist er. Da drin? Da ist er. Dann haben wir die Mini-Quest auch schon gelöst. Direkt wieder abgeben. Und fertig ist die Kiste. So, den schlagen wir noch hier. Guten Tag. Power gezogen. Für 20 Sekunden jetzt Stärke um 4 erhöht. Das steigt natürlich, ne, sukzessive mit eurem Levelanstieg. Werden auch eure Debuffs, Buffs, haut drauf und alles mögliche stärker. Man muss hier auch nicht alles klopfen, ich mache das aber, weil XP ist XP und desto mehr, desto gut. Hallo, Chronik. Ja, jetzt hat die den angeklickt und jetzt geht es nicht. Welch Frevel. Naja, okay. Hier gibt es etliche Tipps, brauche ich nicht. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Damit und jetzt der Vollständigkeit halber sage ich es nochmal, hier gibt es den Wälzer des Wissens. Das ist auch ganz cool, hier gibt es quasi alle Quests einmal aufgezeigt. Die War-Geschichte, immer auch, jedes Kapitel hat mehrere
Unterkapitel oder wie auch immer oder Bereichs, ihr gewinnt in diesem Kapitel Einfluss, wenn ihr inmitten der entfesselnden Rabenschar in Norska an öffentlichen Quests teilnehmt. Blabla, und je höher, desto gut. Quasi auch wieder Errungenschaften, welche Bestien mir begegnet sind, die werden dann auch hier aufgelistet, Belohnungen. Also es ist wirklich ein cooles, cooles Spiel. Gibt unterschiedliche Kapitel, ne? T1, T2, T3, T4. Terreur, Terreur, Bestiarium, genau, guck mal hier. Dämonen des Nurgel, habe ich schon 12 getötet jetzt. Rüstungen kann man hier schauen und so weiter und so weiter. Hier, Chronik angefasst, fertig ist die Kiste. Und jetzt metzeln wir uns hier wieder nach vorne. Also, ehrlich gesagt, der PvE-Anteil ist so lala. Also, wenn man wirklich nach PvE sucht, ist man hier in Warhammer falsch. Man hat auch natürlich PvP-Anteile, aber dieses Spiel hauptsächlich ist ausgelegt auf RVR, PvP in Szenarien. Ich gehe auch gleich mit euch in ein Szenario. Ich mache noch hier gerade die Anfangsquest. Ich muss mal schauen, jetzt haben wir schon 12 Minuten hier. Meine Herren, das geht immer so schnell. Das Leveln so langsam, die Zeit so schnell, das ist ja irgendwie immer so. Wir geben diese Quests noch ab. Bin ich Level 3, heilen kann ich jetzt schon. Und dann zeige ich auf jeden Fall noch, wie es im Szenario aussieht. Und dann soll es das schon gewesen sein mit diesem Anfangsvideo. Ja, das DOC-Video kam ja sehr, sehr gut an, muss ich sagen. Hat mich ganz überrascht, dass so viele doch noch nach DOC schauen. Und aufgrund dessen dachte ich, komm, wenn du hier nochmal anfängst, ist ja quasi ne, der nächste Step nach Dark Age of Camelot hier. Von den ähnlichen Entwicklern, meine ich, war es. Ich glaube auch EA. Leider eingestellt vor einigen Jahren. Ja, das war echt schade, weil das. Da hatte ich auch zum ersten Mal so eine richtige Stammgruppe hier in dem Game und das hat mega Laune gemacht, ne, dann in den Szenarien rumzulaufen und gewinnen und so weiter. So, Training Course, bla. Oh, muss aber jetzt. Ich will hier jetzt aber nicht als Level 2er. Könnte ich zwar, könnte das durchaus tun. Oh, guck mal hier. Ein Hit und kabumm. Den schaffen wir auch noch jetzt hier. Bam. Level 3. Ole, ole. Und dann kann man sich hier oben für ein Szenario anmelden, ne? Alleine allen beitreten und jetzt tritt man ganz vielen Battlegrounds bei und kann dann ganz wunderprächtig RVR betreiben. Wir gewinnen jetzt das Szenario, wo ich dann reingezogen werden. Kaledol, Wälder, hier ist es. Komm nochmal erfüllen. Und da muss man eine Minute Zeit. Okay. Das nehme ich an. Wenn wir, ja, ich bin bereit. Bam. Und jetzt porten wir ins PvP. Ole, ole, törö, törö. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es ist nicht zu leise. Ich mache doch nochmal so ein Tick lauter. So. So. Hier steht schon ein Schwarzorg. Ach man, Leute, ich bin echt froh. Ich meine, grafisch, ja, ist es jetzt nicht herausragend, gerade in der heutigen Zeit. Aber vom Spaßfaktor ist es wirklich großartig. Nur ein bisschen. Der ist weit weg. Wieso ist der weit weg? Ich bin auf 19 übrigens angehoben. Das haben sie auch gut gelöst. Oh, wir sind schon fett am Führen hier. Schaut mal. Das ist ein Zauberer hier. Oh, Zauberer gehen auch richtig ab in den Film. Auch noch erstellen. Da sehen sie, ne? Man muss hier jetzt quasi Capture the Flag und dann den Punkt verteidigen. Und ach, schön. Rangstufe 2 direkt hier. Machen wir direkt mal Bam, Action. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin ganz raus. Weltwüterig. Kann ich den heilen? Nee, kann man nicht heilen, weil... Oh, den Heiler muss ich heilen. Habe ich ihn geheilt? Ich weiß es gar nicht. Kann ich heilen? Oh, ist das stressig! Jo,
Hab ich geheilt. Ist nicht gestorben. Oh, Leute, das macht wieder Spaß. Ne? Hier sieht man dann auch so Schaden 758, Heilung 1800. Sowieso habe ich rausgehauen. Verlasst das Gebiet. Mein Gott, war das unkontrolliert, unkoordiniert. Aber ich bin schon jetzt schon Rufrang 5 geworden mit diesem Szenario. Das heißt also, im weiterführenden Gebieten kann ich mir irgendwann Rufrangrüstung kaufen, was ganz gut ist. Ich zeige euch jetzt noch einmal hier diese kleine Quest. Und Win the Calidors Szenario, wo kann ich? Ja, sehe ich gleich. So, und hier machen wir jetzt den tollen Gyrokopter Kaputschuss. Damn. Und dann kann man hier so gucken. Wo sind die kleinen Zwerge? Da sehen sie. Und kabum. Es gibt auch, ne, wenn man Keeps angreift, gibt es quasi Katapulte und alles mögliche. Echt cool. Und da fällt er auch vom Himmel. Was ist los? So. Essenz wiederherstellen. Könnte ich, brauche ich aber gerade nicht. Geht auch nicht gerade. Mein Gott, ey, ich bin immer noch ganz geflasht, wie hektisch das war im Szenario. Und da freue ich mich schon sehr, wenn ich mich da wieder dran gewöhnt habe. Sind jetzt schon 17 Minuten, das ist ganz schön lange. Habt aber viel gesehen, ne? Jetzt laufen wir hier noch runter. Dann binde ich mich noch eben und dann war es das hier mit dem Video. Fürs Erste, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch das Spiel gefällt, ob ihr es von früher kennt, aber ihr Bock habt, auch nochmal einzusteigen. Und ja, genau. Annehmen kann man hier noch ganz viele Quests. Ich glaube, ich habe auch jetzt schon Reit hier im Gepäck. Das muss man sich vorher mühsam ersparen, aber hier, schaut mal. Hier kommt das Reittier. So, und dann ziehe ich mir auch hier die Rüstung an und brauche ich nicht. Genau. So, auf stolzem Pferde sage ich in diesem Sinne einen schönen Tag euch noch oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video geschaut habt. Und bis bald. Ciao, ciao.